Exakt, jetzt müssen wir los. Was? Ich hab nicht verstanden. Ich bin schon wieder G-Modus. Exakt, jetzt möchten wir los. Jetzt schreit die nächste. Wir fahren los. Nicht weinen, nicht weinen. Fällt denen schwer am Morgen. Furchtbar. Bis später. Wolfgang. Wolfgang am Morgen. Erst wenn man rauskommt. Wolfgang. Und eisern wacht der Wolfgang. Dann kannst du noch was trinken, einen Tee, und was essen und dann geht's jetzt los. So, guten Morgen, liebe Leute. Jetzt wird die Treppe wieder mal gefegt.10 Uhr ist Frühstückszeit auf alle Fälle. Ich habe mir was vom Bäcker geholt. Es ist gleich 10 Uhr und um 10 Uhr wollte ja auch Felix kommen. Eventuell nochmal. Das wäre natürlich der Mördererfolg, wenn er 2 Tage hintereinander kommt und dann auch. Also, das ist schon Disziplin denn für ihn selbst. Also, das muss er sich jetzt wahrscheinlich, ist er gerade in der Phase so, oh ja, oh, ich weiß nicht. Und guckt da raus, jetzt ist auch noch schlechtes Wetter. Gucken sie raus und sagen, oh, die Welt ist schlecht oder so. Weiß man ja nicht. Keine Ahnung. Vielleicht schläft er auch auf der Straße oder sowas. Ja. Man weiß es halt nicht. Ich weiß echt nicht, ob der gerade einen Wohnsitz hat oder nicht. Ob er meint ja, er ist in so einem betreuten Wohnen oder so. Oder ist da dran, da reinzukommen. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, er hat heute Morgen wieder angerufen beim Krankenhaus. Soll ich ihn gleich fragen, wenn er kommt. Zu viel Kontrolle darf man dann ohne machen, denn entziehen sie sich dem ja. Schauen wir mal. Bin mal sehr gespannt, ob er kommt. Jetzt esse ich erstmal was. Es ist total ruhig, weil wie gesagt, es regnet draußen. Ich habe da ein paar Sachen rausgestellt. Schirm drüber. Wir warten ab. Vielleicht wird es ein echt ruhiger Tag. Auf alle Fälle habe ich ja ein paar Aufträge da, die ich machen muss. Kann ich aber erst machen, wenn Material da ist. Also sehen wir uns später. Auf alle Fälle. Die Rentner-Story. Die Rentner-Tochter geht nach Afghanistan, Bundeswehr. Schauen wir mal. Ich dachte mir immer, ich soll mal zum Beispiel kommen. Ihr seid schon viele Leute hier. Ja, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das ist. Du hast ja keine Ahnung dazu. So ist 8 Mann. Und so testen, dann ist es komplett. Hast du Papiere? Ausweis habe ich dabei. Ist alles ehrlich, ist kein Leben oder so. Was soll ich machen? Ich bin über 70, was soll ich denn jetzt lernen? Ja, ich bin ja. Aber die neuen Anpapiere von dem. Ah, nee, das hat sie geschenkt gekriegt von ihrer Tochter, die Dorfschule Tochter. Ich bin ja schon 74. Na gut. Die gehen ja direkt zur Polizei erstmal, ne? Die werden ja auch besser. Die sind zur Polizei? Ja, können ja.
Siehst du? Ja. Wie ist das da? Wie jeder Polizei? Oder wie? Ja. Das ist ja kompliziert hier. Wir werden ja immer, das ist ja alles kompliziert. Naja, weil das ist, Fahrradiebstahl ist halt ja, wahnsinnig viel. Ja. Und dann werden die überprüft, ja. Die Dinger erst. Ja. Und danach sind sie freigeben. Aber wenn da was krummet ist, im Grunde genommen hast du den Ärger, wenn du mir verkauft hast. Ja. Nee, wenn du jetzt so meinst, so kompliziert alles ist, dann ist bei Jules alles in Ordnung, aber ich habe jetzt keine Lust, dieses Theater zu fahren. Naja, ist ja Standard. Also das ist ja eigentlich überall so. Die werden alle überprüft. Jules. Musst du machen, weil ansonsten dann stehe ich da. Nee, sollst du nicht. Jules, wenn du irgendwas ist, also wie gesagt, die hat geschenkt, die kriegt mir wesentlich. Naja, aber von wem denn? Von ihrer Tochter, von ihrer Tochter. Aber so, ich frage nochmal die Tochter, ob die noch mal Papiere hat. Ja? Wenn die meldet, komme ich nochmal vorbei. Also, das ist alles Stunden, ja? Das ist alles sicherer. Ja, ich frage nochmal. Ja, ich frage nochmal. Ja, gut, dann hier ein paar U-Bahn-Stationen weiter. Ja, ich frage nochmal. Okay. Und weg ist er. Reederei, rot. Damen, 28er, 8 Gang, Nexus. Namendynamo, schwarz. Ey. Was die dir für Geschichten erzählen hier ist, unglaublich. Ich sage, das geht alle zur Polizei, das wird dann erstmal überprüft und so. Wenn dann Ärger ist. Oh, naja, also wenn das so kompliziert ist, dann... Er ist 74. Mann, ich muss da noch ein bisschen schneller werden bei sowas. Ey, kann ja nicht sein. Jetzt wäre geil gewesen, die Kamera wäre gelaufen die ganze Zeit. Dann hätten wir das drauf gehabt, nämlich. Obwohl die stand ja jetzt hier hinten. Na, hätten wir das ohne drauf gehabt. Na egal, also. Das war auf alle Fälle ein Halbseitner. 74, sagt er, ist er. Das kann bestimmt sein. Aber versucht dann so seine Rente aufzubessern, wenn er Räder klaut wahrscheinlich. Will ihm jetzt nicht Unrecht tun. Aber ich wette mit euch, der kommt nicht wieder. Schon die Story, wo er runterkommt. Ja, meine Tochter arbeitet bei der... Ey, warum arbeiten die alle bei der NATO? Ey, was ist denn das für ein Scheiß? Die muss nach Afghanistan jetzt. Dann hat sie gesagt, hier Papa, kannst du das Rad verkaufen. Brauchst du jetzt nicht mehr. Das Rad hat sie von ihrer Tochter geschenkt bekommen. Naja, warum? Kannst du doch zurückschenken. So geil, wenn ich das jetzt runterrechne, sagen wir mal, dies. Seine Tochter ist, hat eine Tochter, die ihr ein Rad schenkt. Also ist die Tochter von der Tochter ja schon erst 74. Fakt. Die Tochter von der Tochter, wenn sie so ein Rad schenkt, muss sie schon gut im Geld stehen, sagen wir mal 25. Also 74. Minus 25 macht, wisst ihr, worauf ich hinaus will, wa? 49. Und das für eine Rechnung, ey. 74 ist eher, Tochter ist 25, schenkt ihrer Mutter das Rad. Tochter, sagen wir mal, Tochter ist 25, dann ist, hat sie vielleicht mit 20 schon ein Kind bekommen. 20 plus 25 sind 45. Mit 45 wirst du selten 3 Jahre ins Ausland, einen Auslandseinsatz geschickt nach Afghanistan. Das ist der Tor, wie ich hinaus wollte. Also wirst du nicht mit 45 noch, ja, du musst jetzt mal 3 Jahre nach Afghanistan. Okay, hier Papa, verkauf mein Rad. Und dann so, ja, ihr seid ja korrekt und so bei euch. Da hat sie gesagt, kann ich das machen? Und dann, ach was, das geht zur Polizei, wird da überprüft. Oh,
Na, dann frage ich mal lieber noch mal meine Tochter, ob sie Papiere hat. Hä? Ja, okay. Ich komme in 3 Stunden wieder. Mach mal, komm mal in 3 Stunden wieder. Die Frage ist, was macht man da? Man kann es smart machen. Vielleicht macht man das nächste Mal vielleicht so. Ne? Hatte ich gestern auch die Situation, dass ich ihn weggeschickt habe, der mir nicht laut das Rad verkaufen wollte. Man macht das einfach so. Man sagt, du pass auf, du hast die Möglichkeit, ich gebe dir 50 Euro für das Rad. Und ich schreibe mir deine ganzen Daten auf. Alles Ausweis und alles. Oder du lässt es einfach hier, bekommst gar nichts für das Rad. Und ich habe keine Daten von dir. Geht auch. Die Möglichkeit besteht. Das wäre doch legal. Also der hat nichts verdient denn damit mit seinen. Der hat natürlich was falsch gemacht, ist ja richtig. Aber er hat auch keinen Nutzen draus gezogen. Und vielleicht wird es ihm das so eine Lehre sein, dass er mit einem blauen Auge da davon gekommen. Und er weiß, dass ich ihn kenne. Also man weiß es nicht. Die meisten werden sich wahrscheinlich für die Eltern stellen. Ja, 50 Euro, kein Problem und so. Aber mein Problem ist, ich kann das nicht jeden Tag machen. Ich kann nicht jeden Tag irgendwelche lauten Räder zurückrufen. Das geht nicht. Ich muss auch Rechnungen bezahlen. Weißt du? Ein halber Monat ist schon wieder um, ist noch nicht drin. Ich gebe nur aus. NATO. Scheiße. Du bei der NATO. NATO. Alle arbeiten bei der NATO. Bei NATO sind richtige Verbrecher drin, oder? Hier, die meinem Kumpel ein Auto verkaufen wollten. NATO in Malta, Oberstleutnant, oder nee, ein Oberst. Ja, musst aber unbedingt vorher überweisen, 8.000 Euro. Sonst macht die Spedition da nicht mit. Ja, na sicher, ja. NATO. Denn er jetzt seine Tochter, NATO, Fahrrad-NATO. So, ich werde jetzt dieses Video, habe ich jetzt kopiert von dem guten Mann, was ich da aufgenommen habe. Und das werde ich jetzt schneiden. Schon mal eventuell für die Polizei. Wie gesagt, Bike Repo, ne? Wisst ihr Bescheid? Also haben wir heute. Ich bin mir 100% sicher, der Typ war schon mal da mit einem anderen Rad und mit einer ähnlichen Geschichte. Nämlich, und deswegen ist das. Das ist halt schwierig halt. Mann, was soll man machen? Ich finde das nicht in Ordnung, dass sowas passiert. Ich find's nicht geil, mir wurden schon im Leben so viele Räder geklaut und ich hab die Schnauze voll, ganz einfach, muss ich einfach so sagen. Und da, naja, mach ich halt jetzt auch keinen Hehl draus. Das ist, wie das 3,72 Gier, das ist der bestimmt. Gut, erste Auftrag ist da, yippie, hi, yay. 11 Uhr. Naja, wie zu erwarten ist unser Freund Felix nicht mehr gekommen. Vielleicht kommt er noch später irgendwann ran. Egal, das war gestern mal ein dichter Moment denn von ihm. Hat er ja auch gut gemacht. Er hat für seine Verhältnisse gut gearbeitet. Die anderen sind so, naja, man. Das überlastet. Die Leute sind ja auch ganz schnell überlastet. Ich glaube, ich kriege Lieferung, oder? Kann das sein? Dann habe ich ja richtig zu tun gleich. Erstmal habe ich hier Licht zu machen. Ja, bitte? Wenn nicht die freundlichen Mitarbeiter der BPF wären, hätte der Tommy hier gar nicht mehr zu lachen. Gib mir mal bitte 248,67. Ja, dann. Ja. Kann man hier aber. Ja, das ist richtig bei euch. Danke. Da ist er wieder mit dem Schraubendreher.
Und er hat die Schraube fallen lassen. Auf diesen sauberen Fußboden, wo ich die natürlich sofort wiedergefunden habe. Natürlich ist der Fußboden nicht sauber. Kann einfach nur gucken, die Nase. Oh, eine schöne Schwarzlichtlampe. Habe ich von denen überhaupt noch welche da? Scheiße, ich habe die Birnen nicht mehr. Wa? Hier. Halt die, halt die. Sag nicht, ich habe keine. Den ganzen Topf voll habe ich. Wir vergleichen, welches ist die defekte? Schwarzlicht? Licht. Hammer. Ja, liebe Leute, Teil 2 vom wunderschönen Pegasus. Tretlager. Tausch. Jetzt folgt der... Och, Herr Gott, ist der Tommy so fertig. Jetzt folgt der Einbau. Und dann folgt doch schon der nächste Kunde. Ist natürlich klar, ist logisch. Muss einfach so sein. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir gehen entgegen. Moin. Hallo. Ja, bitte. Ich habe zwei Fragen. Ja. Und zwar bräuchte mein Fahrrad mal neue Reifen. Beziehungsweise ich hätte gerne mal wieder neue Reifen für den Fahrrad. Und zwar mit Profil. Und, oder also ein bisschen mehr Profil auf jeden Fall jetzt so für den Herbst. Ja, und da wollte ich fragen, ob ich das bei euch machen kann. 127. Schau, einmal bitte mitkommen, also. 127 Achslänge war drin, 127 Achslänge kommt wieder rein. So, jetzt müssen wir auch mal losmachen hier. Geht jetzt nicht. Nicht mehr unterbrechen. Ist nicht. Ja, das ist ja wie immer. Erstes Jahr nicht. Irgendwie hast du 2 Stunden so. Schnarch. Und dann. Kommen sie alle. Alle. Dann kommen sie alle. Damit gehe ich jetzt erstmal durch das Lager. Schauen wir das einmal an. Vorher habt ihr ja gesehen, jetzt nochmal hinterher, also der Rost ist so ein bisschen raus, jetzt kommt Fett rein. Weiter. Jetzt nehmen wir das Lager. Ah! Und diese Kettenschutzhalter. Wer ist denn da los? Willst du nicht zu früh freuen oder zu spät ärgern?
Nein, ich habe böse Briefe bekommen. Du hast bestimmt jeden Tag böse Briefe bekommen. Wie immer, ne? Nein. Ich habe gestern, ich wollte noch sagen, habe ich 10 Uhr gesagt. Die Hoffnung stirbt zuletzt oder so, ne? Eigentlich habe ich schon. Aber ich war fast so weit, dann hat ja klar die U-Bahn gestreikt und ein Kamel stand mitten auf den Gleisen. Ach, schön. Nein, nein. Du bist also, ein Quatschkopf. Wenn schon, denn schon. Also bevor, genau. Ich bin ziemlich fett loszulegen. Ich habe nur ein paar böse Briefe bekommen. Beziehungsweise habe ich die nur bekommen, weil ich böse bin. Ne? Aber indem ich mich im Laufe des Tages noch kümmern muss. Und ja, zum Glück gibt es ja nicht mehr so viele Rausstätten, oder? Dass ich kaufe. Und hier ist jetzt, ich wollte eigentlich, dachte ich, eine Stunde zu spät kommen, reicht ja. Jetzt sind es anderthalb geworden. Und ja, genau. Bevor ich loslegen wollte, ich meine, wenn ich bis um 9 bleiben würde heute, wären ja dann trotzdem noch 9 Stunden. Und das heißt, dass ich halt nochmal kurz los müsste, wenn das machbar ist. Also, du bist nicht fest angestellt, du bist freiwillig hier. Das ja nur. Du musst dich selber. Überlegen. Ja, ich habe schon ein bisschen mich um die Hälfte meiner Sorgen gekümmert. Aber ja, cool, wenn du mir nochmal ein. Der kann ja auch eine Peinlichkeit mitkriegen, aber wenn du mir einen Zehner noch mal ins Vorschuss geben kannst. Dann muss auch nicht die ganze Bandbreite sein. Ich habe extra geduscht und frische Drecksklamotten an, nicht die weiße Hose, sondern eine, die ich direkt machen kann. Man sieht es an den Haaren heute. Und ja, ein bisschen. Ja, ja klar, die Jacke noch, aber gut. Sauber wird sie nicht. Ist doch schön. Ja, ja. Ist doch gut. Insofern ist es okay, wenn es heute noch ein bisschen regnet, dann wird die Jacke auch noch sauber. Deutsche Uhr hat mit Bremen schon. Trinken. Nee, ich hab ja Wasser halt noch da. Schokolade. Super, weißt du, ob es noch, nasser wird? Weil bisher ist ja okay, spült den Dreck von der Straße, aber... Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung von mir. Und so ein Wetter. Na gut, bevor man sich darüber unterhält, gibt es ja noch zig andere. Das Themen waren. Wo ist denn hier alle YouTube? Oder ist das jetzt? Wegen der Aufhängung. Warte mal, hallo, Felix ist wirklich gekommen. Ja, Tatsache, wa? Bin wieder da. Das ist ja ein Ding, ich hab schon gesagt, der kommt wohl nicht. Der kommt wohl nicht. Nee. Naja, dann werden wir wohl. Gut. Aber ist ja in Ordnung, ist ja super, ich freue mich. Für dich, also eigentlich. Ja. Ne? Ich auch, wie gesagt, ich habe halt, also mit den Briefen muss ich mal gucken. So, also hier haben wir fest, auf alle Fälle. Mann, der Felix. Da ist er doch gekommen, schau mal an. Hoffentlich nicht nur um Geld zu holen. Mann, ich weiß aber nicht, man denkt immer so negativ gleich, weil man. Tut er so, als wäre er hier angestellt. So, ich schraube die andere Seite rein. Hier. Tada. Tada. Na Wahnsinn, ey. Tja,
Nö, kommt der Köbel auch am Rand, nimmer. Ganz simple Geschichte eigentlich. Die tunken wir immer in Fett. Das Schäubsche. Wird dran geschraubt hier. Kommt wieder die gute Ratsche hier zum Einsatz. Jetzt kommen die Befestigungsschrauben für das Blech wieder ran. Und das war's. Und dann sind wir durch. Das war der Einbau. Also der Einbau geht wirklich schnell. Kurze Tretlager sauber machen. Also das Tretlagergehäuse sauber machen. Dann die, das hier auch noch festschrauben. Dann wird das Tretlagergehäuse gefettet. Das Gewinde sozusagen. Dann wird das neue Tretlager eingebaut. Erst auf der rechten Seite, dann auf der linken Seite. Links wird halt gekontert. Super, funktioniert. Dann haben wir die Kurbel auch mal wieder aufgesetzt. Ja, das war hart. Also da passiert ja nicht viel. Also, das war hart. Das war hart einfach. Ganz, ganz simpel. Mensch, schon wieder das nächste. Hä? Okay, ja. Komm, ich hab's einigermaßen geschafft mit halbe Stunde. Ja. Genau. Nee, eine Kuh vor die U-Bahn gesprungen, habe ich schon erzählt heute, ne? Ja, ja, nee, das ist. Die Ausrede zählt nicht mehr, okay, gut. Okay. Mal weiter einfallen lassen, ey, aber das auch mal so kompliziert. Ey. Die Kreativität geht, ne? Mit jeder Gehirnzelle flöten geht. So verprotzelt. Okay. Bevor es noch platter wird, dann würde ich gleich mal einfach, oder gibt es was Dringenderes als die Mitri da? Naja, die klar. Achso, ja. Die Schutzflächenmontage, genau. Erstmal die Schutzflächenmontage, okay. Hier vorne. Und danach hier bremsen und rein. Genau. Okay. Alles klar. Du, hast du sowas auch schon mal probiert? Ja, voll genial, finde ich. Also gibt es ja verschiedene Sorten, ne, für. Was meinst du? Klingt jetzt wie ein Witz, nein. Unsichtbarer Handschuh. Sowas gibt's wirklich. So Sprühscheiße oder was? Ja, wie Sprühpflaster, nee, aber also einfach als Creme, als Tube. Genau. Aber vielleicht gibt's auch als Spray, aber. Und es zieht sofort ein, wa? Ist halt wie eine normale Creme und wie Wunder. Du brauchst keine Seife, nichts, ne? Kannst fast den ganzen Tag arbeiten, nur mit Wasser absprühen. Top. Unsichtbarer Handschuh. Ja, es gibt noch einen anderen Fachbegriff dafür, glaube ich, aber frag mich mal. Hier, und wirklich für Baugewerbe, für Maler und Papier, war für Zement. Das ist ja auch Chemie. Genau. Und eben
denn für Motoröl etc. Gehen los. Den noch nehmen, oder? Nein. Okay. Vielleicht auch. Dennis, willst du was? Alter, ja. Meets. Hey, du, das ist schön. Kennt ihr euch? Hallo, ja. Schön, hi. Nee, also, ich glaube, von sieht aber jetzt schon anderthalb Jahre her oder so. Vielleicht. Ja. Als ich das mitkomme. Ich dachte von hier. Von hier? Ja, das kann schon sein. Okay. Ich muss gleich losgehen zum Elternabend. Zu Skalis Elternabend. Ja, gestern war ich auch auf dem Elternabend. Bis 21 Uhr hat der gedauert. Wer geht denn? Hallo? Schule. Was? Von der Schule? Von der Schule Elternabend. Also da, wo Anouk jetzt auch ist. Nee, du warst auf einer Arbeit. Bei Anouk Schule. Bei einer Schule für Lumen. Nein, von Anouk. Von Anouk. Du bist das verwirrt, Leute. Im Kopf. Du musst zu viel drücken. Du warst zu lange auf der Toilette. Ich bin ganz schön verwirrt. Du musst erst mal wieder nachfließen. Sprudeln, atmen. Naja, wie auch immer. Drin. Dennis, mach keinen Quatsch, bitte. Was kostet so ein Band? Ja, die gibt's nicht mehr. Was, die gibt's nicht mehr? Das kann doch nicht sein. Hier, ich habe von Bruno eine Bescheinigung bekommen. Er ist jetzt Baumfäller. Was? Der Bruno? Der Bruno Bär oder was? Nein, Bruno. Bruno Bär. Bruno Bürgel. Bruno. Motorsägenlehrgang. Was, ein A oder B? Modul A. Modul A, ist schon mal gut. Ich glaube, ich mache wohl auch mal so einen Motorsägenlehrgang. Heutzutage ist das bestimmt was anderes als zu meiner Zeit. Boah, was dann passiert ist, ich bin zu spät heute zur Arbeit gekommen, weil... Ich kann nur sagen, für meine Mutter war es einfach, Mutter zu sein. Da gab es noch die gute alte Prügelstrafe. Ja, also. Schon ganz gut. Ich bin heute Morgen zu spät zur Arbeit gekommen. Weil die U-Bahn... Ich weiß nicht, was U-Bahn passiert ist. Auf jeden Fall muss ich eine Viertelstunde auf diese scheiß U-Bahn warten. Scheiße U-Bahn. Und deswegen bin ich 15 Minuten auch zu spät gekommen. Aber guck mal, was passiert ist auf Arbeit. Ich gucke sofort, was passiert ist auf Arbeit. Bianca, die Hebamme, war schon da. Und dann schreibt sie sofort, hier 8.08 Uhr, schreibt sie sofort in die Gruppe, hallo, bin ich hier heute ganz allein, sodass alle es lesen können. Wie geht denn der Strom an? Und dann so, Und Svenja antwortet, du musst den Schlüssel drehen. Wieso ist Marlies nicht da? Und dann schreibt die Bianca, 8.30 Uhr, Marlies kam gerade. Wenn die mich verarschen, ich war ungefähr 10 nach 8. Eine Minute nachdem sie es geschrieben hat, war ich in der Praxis. Oh, und jetzt tun die so, als wäre ich eine halbe Stunde zu spät gekommen. Oh, also musst du mal sofort zurückschreiben. Das habe ich erst später gesehen, ich habe nicht auf mein Handy geguckt. Auch Kartoffeln. Das war voll der Behindertenverein. Das macht überhaupt keinen Spaß, dir zuzuhören bei sowas. Für mich, als ich das gelesen habe, ich dachte so. Marlies, ich krieg die Krise, wenn du mir von dem Behindertenverein erzählst. Dennis, was ist mit deinem Wasser? Ja, ist das noch gut? Das ist verständlich, noch ist es gut. Wo ist denn eigentlich deine Moosbepflanzung? Ausgepflanzt. Ja. Super. Gut, außer eigentlich. Eine Video super. Ja, das ist. Ach, naja. Ironisch über den Fenster, ja. Oh, Quatsch, gut, ey. Ja. Was denn nur am Papier? Du bist ganz mal gewöhnt sein. Ach, hör mir auf, ey. Aber das sieht man eigentlich schon nicht, ne? Ob jemand ernsthaft ein Fahrrad kaufen will, oder nur 50 Euro. Ach so, ja. 60 Euro. Ja. Maximal 70, so. Na hier, 150. So, aber das ist ein gutes. Sagt er doch, das ist auch eine gute Qualität. Ich sage, überhaupt nicht. Das ist eine Scheißqualität. Das ist ein Billigrad, Mann. Deswegen kostet 150. Ja, aber nein, ja, Preisvorstellung im Kopf, wisst ihr? Das Rathaus und Dinger, wenn sie da sehen, dass so ein neues Rad und allem drum und dran 500 kostet. Ja, das sind die dann gebraucht 150 kosten. Ja, ja, aber die trauen mich auch nicht. Letztes Mal wäre ich schon zu spät gekommen. Vorgestern war es relativ okay. Nee, gestern war es wieder. Gestern.
kann es heute los. Dann mache ich auch was dafür. Leute, ich bin halt davon selber ausgegangen. Dass es läuft, denke ich, ja. Aber jetzt mit den Zähnen, das ist auch nicht nur erfunden. Und, aber ja, dann macht ihr doch. Aber dann okay, okay, jetzt. Ja. Ja. Ich Tja, Tommy ist wieder alleine. Leider sorgen diese Drogen wirklich dafür, also wirklich, wir müssen mal eine Doku über Drogen machen, eine Dokumentation über Drogen und deren Auswirkungen hier im Kiez gerade, ist es wirklich schlimm. Diese Drogen da, die sorgen dafür, dass er natürlich ständig in so einem Beschaffungs... Zwang steckt und Geld dran schaffen muss. Geld, Geld, Geld. Und wie willst du denn da gerade bleiben, wa? Da musst du in Therapie. Es geht nicht anders. Man kommt wahrscheinlich nicht drum herum. Und der Schritt in die Therapie ist ja für viele auch noch ein Problem. Ja. Also Felix hat es nicht geschafft. Felix ist jetzt wieder zurück auf der Straße. Wir werden das weiterverfolgen. Mal gucken. Der kommt bestimmt noch mal zwischendurch auch noch mal rein. Und gestern war er total stolz. Heute Morgen war er total stolz. Meinte, ja, er hat sich ja extra da ja mitgekriegt und zurechtgemacht, ordentlich und so. Fand er total gut. Da war er gut drauf. Aber er ist sofort, 2-3 Stunden später, kippt die Stimmung schon. Du bist dann wieder so, wo kriege ich jetzt mein Zeug her? Kann man nur allen sagen, Finger weg von den Drogen. Ganz wichtig, Finger weg von den Drogen. Es regnet. Und hier muss ich ein bisschen was Ständer hier anbauen. Ich habe jetzt 12 Stunden Zeit. Kann noch 12 Stunden filmen. Schaffst du heute nicht mehr. Nee, war knapp. Nee, bis nicht mal bis Mitternacht. Jetzt meine Arbeitskammer, der steckt nicht mehr. Sieht tatsächlich in echt größer aus als im Fernsehen. Ja, ja. Das haben wir jetzt alle gesagt. Alle hier meinten, oh, jetzt ist ja viel größer. Ich sage, ey, es ist klein. Es ist wirklich, es ist klein. Ich habe hier das Rad zu hängen. Dann stehst du hier so. Hier die Kamera manchmal. Da sind so meine Klemmpositionen. So. Also mein Schrauberkeller ist 5 Jahre länger. Ja, ist nicht gewollt. Wissen wir. Na gut. Immer das gleiche, wa? Aber jetzt erzählt jeden mal das gleiche länger. Oh, weiß ich nicht. Tut er das? Ist ja auch immer noch gleich. Hier, einen Kritikpunkt habe ich noch hier. Du trinkst im öffentlichen San Pellegrino Wasser. Ja. Ja. Das wird mit dem Laster über die Alpen gefahren. Mineralwasser. Ist doch verrückt, oder? Ja. Das nicht. Das ist. Ja, warte. Aber oh, es schmeckt. Stimmt, hier mach's gut. Bis dann, ja? Jo, bis dann. Ciao, ciao.
Entschuldigung, bei Ostern war so, jetzt mal ganz bescheiden wieder da lang drehen, zurückdrehen, da lang drehen, und weiter. Und jetzt ab. Spartet ab. Damit verabschiede ich mich auf alle Fälle für heute. Mann, war das ein Tag, ey. Oh, irgendwie so lang gezogen. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Dank der Karte habe ich jetzt über viel Material, was ich noch sichten muss. Kurz und knapp, hier liegt ein Schloss rum und ich weiß nicht, wo es hingehört. Scheiße. Kakerlaka, wo kommt denn das jetzt her? Oh. Das hing irgendwo runter. Bei irgendeinem Rad. Bei dem roten, das abgeholt wurde. Scheiße. Oh Mann. Na gut, okay. Liebe Leute, wir sehen uns morgen. Macht das gut. Schlaft gut. Bis dann. Und seid morgen wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Ich freue mich. Wenn es wirklich wächst und gedeiht, ich freue mich. Und vielleicht schreibt ihr mal, wie ich reagieren soll in Zukunft, wenn da irgendwelche, wie jemand kommt oder so. Was ihr, also wie ihr vielleicht reagieren würdet. Vielleicht schreibt ihr das mal in die Kommentare, wenn da jemand kommt, euch nicht lautet Draht hier anbietet an meiner Position. Wie würdet ihr reagieren? Was würdet ihr machen? Bedenkt aber immer dabei, man kann es natürlich nicht zweifelsfrei sagen, dass es geklaut ist in dem Moment. Selbst bei dem, wo ich mir 100% sicher war, bei diesem Stevens, kann ich es ja, also man kann ihn ja nicht so anfahren, die Leute immer, als wäre es wirklich 100% geklaut. Ne? Man kann es denen nur so darlegen und eine Entscheidung geben. Aber schreibt mir gerne mal, wie ihr das machen würdet, wie ihr damit umgehen würdet mit so einer Situation. Würdet ihr die einfach wegschicken, gar nicht mehr beachten oder so? Oder ist das vielleicht doch mal, hättet ihr auch so das Interesse, dass die Räder zurückkommen zu den rechtmäßigen Besitzern? Würde mich interessieren, eure Meinung. Also bis dahin, verbleibe ich, bis morgen dann. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, euer Tommy.